Das Fennec Arms ist eigentlich ein Pub, aber aufgetischt wird hier wie im Schloss. Ist das Kneipenessen? Nein. Ich glaube einfach nicht, dass ich in einem stinknormalen Pub stehe. Diese Woche muss ich einen Querkopf von seinem hohen Ross holen. Ich liebe Teller. Wo kriegt man sowas? Ich habe 7 Tage vor mir und die werden nicht leicht. Wir sind hier der Chef. Also die grobe Nummer. Sprich mit mir oder ich hau sie dir über den Schädel. Lancashire, eine ländliche Gegend im Nordwesten Englands. Den Leuten geht es gut. Sie pflegen ihre lokalen Spezialitäten wie Hotpot und leckere Mürbeteigtörtchen. Ich suche das Fennec Arms, ein traditioneller Pub. Jeden Tag donnern Tausende von Autofahrern an dem Laden vorbei, denn er liegt an der vielbefahrenen Verbindungsstraße von Lancaster und Kirby Lonsdale. Es ist in letzter Zeit wieder in Mode gekommen, im Pub essen zu gehen. Besitzer Brian Ray steht seit 30 Jahren in der Küche. Ich bin nicht der liebe Gott auf Erden. Aber hier, in meiner Küche, ist mein Wort Gesetz. Wer seinen Gästen ordentliches Essen serviert, kann gut über die Runden kommen. Aber Brian und seine Partnerin Elaine Howden arbeiten sich hier seit 3 Jahren krumm und machen trotzdem pro Woche fast 2000 Euro Verlust. What's going on up there? Was ist denn das für ein blühender Urwald? Ah, da haben wir ja die Karte. Is the menu? Okay. This is Elaine, nice to see you. And hello, I'm Brian. Brian, how are you? Oh, I'm fine. Ich treffe Brian und Elaine in ihrer gemütlichen Puppenstube. God, it's tight in here. Ganz schön eng. Yep. So where's the und das Restaurant? Bitte hier lang. Follow us down there. Immer mir nach. Ein britischer Pub sollte einfach und gemütlich sein. Aber hier gibt es jede Menge Nippes. Und die Tische sind eingedeckt wie bei Hofe. Du liebe Güte. Bin ich in einem Pub? Das ist unsere Essecke mit 4 Tischen. Eingedeckt, als käme die Queen. Leider kommt weder die Queen noch sonst jemand. Um die höfische Pracht in Schuss zu halten, müssen die beiden arbeiten wie die Ochsen. Wir stecken rein, was wir können und arbeiten 100 bis 120 Stunden pro Woche. 120 Stunden? Also jeder 60? Nein, jeder 120. Kein freier Tag? Nein. Niemals? Doch, dieses Weihnachten. Das war alles? Ja, und im Jahr zuvor war es auch der Weihnachtstag. Davor haben wir durchgearbeitet, 18 Jahre. Und dann die 6 Tage für die Herz-OP. Am 7. stand ich wieder in der Küche. Zur Hölle, nach 7 Tagen? Nach 7 Tagen habe ich wieder gekocht. Bist du irre? Möglich. Wie alt? 62. Mann. Brian arbeitet sich tot. In einem Pub, der nicht läuft. Hier sollte es gemütlich sein, aber alles wirkt irgendwie furchtbar steif. Der Laden ist verstaubt, trostlos. Das ist die Abendkarte. Dazu das Tagesangebot und die Weinkarte. Brian nennt das Tagesangebot, andere würden sagen Specials. Heiliger Bimbam. Das ist wahrlich kein Kneipenessen. Rack Johnsons handgefütterte Entenbrust mit Öko-Wirsing und Rösti. Dazu Willingtons Apfel-Chutney an Calvados-Jus. Besonders die Vielfalt von Brians Soßen ist schier unfassbar. Rotweinsauce von Merlot, Calvados-Jus, Lancashire Soße, karamellisierte Zwiebeln, Tartar. Extraordinary. You walk into a pub and you... Im Pub erwartet man Steak and Kidney Pudding oder Shepherd's Pie.
Ich habe das Einfachste bestellt, einen Krabbensalat. Aber Brian kann nicht einfach. Ein Wort zuvor. Wir sind ein Old English Pub, der Tradition verpflichtet. Fragt sich nur, welcher Tradition. Mal sehen, ob Brian meinen Hauptgang gut bürgerlich hinbekommt. Ich habe Lamm bestellt. Dazu gibt's Balsamico-Tomaten und eine dieser überkandidelten Soßen. Ich krieg's nicht ab. Das Lamm klemmt. Von wegen gut bürgerlich. Das ist furchtbar. Zäh wie Trockenfleisch. Ich werde Brian zur Rede stellen. Das ist eine Kneipe, ja? Ja. Ich musste mir das die ganze Zeit in Erinnerung rufen. Sag mir mal, in welcher Kneipe hast du schon mal eine klebrige Balsamico-Reduktion gesehen, die in prätentiösem Zickzack den Designer-Teller verziert? In keiner. Ein Pub ist das verlängerte Wohnzimmer. Einfach, gemütlich. Da gibt es grundsolide britische Hausmannskost. Bei dir ist gar nichts traditionell. Dein Laden schießt mit seinem Essen weit übers Ziel hinaus. Bis an die Grenze des Absurden. Das ist kein Pub, sondern ein schlechtes Restaurant. Wer heute in einen Pub geht, erwartet Essen wie bei Muttern. Ich habe so meine Zweifel, ob ich Elaine und Brian davon überzeugen kann, genau das zu kochen. How you feeling? Wie geht's? Totally crap. Furchtbar. Was du gestern Abend gesagt hast, war niederschmetternd, auch wenn ich das eine oder andere akzeptieren kann. Und ganz ehrlich, wenn du mit uns an die Spitze willst, muss ich dir leider sagen, wir sind ganz unten. I've got to be brutally honest. Ich musste so erschreckend ehrlich zu euch sein. Aber mir geht es nicht darum, Streit vom Zaun zu brechen. Wer 30 Jahre im Pub gearbeitet hat wie du, der sollte sowas eigentlich aushalten. Nach all den Jahren wäre es an der Zeit, dass Brian und Elaine von den Früchten ihrer Arbeit leben können. Aber im Gegenteil, sie stehen kurz vor dem Konkurs. Das ist die traurige Wahrheit. Wie viele Schulden? Wir haben uns mal hingesetzt und alles, aber wirklich alles zusammengerechnet. Auch das, was man immer gern verdrängt. Gut 300.000 Euro. Miese, wenn wir heute dicht machen. Ja? Die Situation ist zum Verzweifeln. Mal sehen, wie Brian seine Küche führt. Seit seiner Herzoperation hat er Probleme mit dem Gedächtnis. Für alles, was er aufsetzt, braucht er einen Küchenwecker. Und damit kommst du klar? Ich habe dann einfach ein besseres Gefühl für die Zeit. Wie viele Dinger laufen gerade? Bloß einer. Eigentlich drei. Also drei. Brians Kurzzeitgedächtnis ist so kritisch wie seine Soßen. Und das hier? Ist eine Cidre-Reduktion. Allerdings war uns der Cidre ausgegangen. Also eigentlich mit, aber ohne. Mit Apfellimo. Mit Apfellimo? Mir wird schlecht. In dieser Küche stimmt einfach gar nichts. Hast du das Püree fertig, Nathan? Und eine Schüssel? Brian wuselt in seiner engen Küche herum, während Nathan, sein Stellvertreter, offenbar nur noch eines darf. Liebevoll Blatt für Blatt mit Petersilie dekorieren. Verarscht ihr mich? Das ist doch nicht normal. Doch. So eine schlecht organisierte Küchenmannschaft ist mir selten untergekommen. Und die versuchen nun, Brians überdrehte Kreationen zu zaubern. Eiskalte Pastete auf eiskaltem Salat. Darüber kochend heiße Rotweinsauce. Oh, und Petersilie. Aber sonst geht's gut. Ich denke schon. Ist das Kneipenessen? Nein. Ich glaube einfach nicht, dass ich in einem stinknormalen Pub stehe. Brian hat bereits 5 Herzattacken durchgemacht und arbeitet offenbar emsig an der 6.
Deine Küche ist ein Katastrophengebiet. Da kann man nicht richtig kochen. Und glaub mir, du bist 62 und musst nicht so unglaublich hart arbeiten. Das wäre toll. Ich schwör's dir, so ist das doch ein Albtraum. Das Fennec Arms sollte sich schnell darauf besinnen, was es eigentlich ist. Nämlich ein typisch britischer Pub. Hier essen Leute, die auf der Durchfahrt sind. Hier kommen keine Gourmets, um zu schlemmen. Leider haben Brian Ray und Elaine Howden diese Tatsache bislang ignoriert und stecken tief in Schulden. Du hast ja eine richtig große Kaffeemaschine. Die sind teuer, was? 500 Euro. 500? Ja. Ein Schnäppchen. Woher? eBay. eBay? Ja. Brian hat seine Küche mit so viel Geräten vollgestopft, man kann sich kaum darin bewegen. So, ich quetsche mich mal hier durch. Gut, dass du so schlank bist, was? Hat dich dein Chef auch auf eBay entdeckt? Guckt er da, ob ein Koch nicht zu dick ist, bevor er ihn einstellt? Damit die Küchenmöbel nicht umfallen, sind sie hier und da mit Klebestreifen und etwas Bindfaden gesichert. Er sammelt aber nicht nur Küchenequipment mit Hingabe. Ich liebe Teller. Andere Leute machen Urlaub oder gehen teuer essen. Ich spare jeden Groschen für Teller. Herr im Himmel, Tonnen von Tellern. Warum in Frischhaltefolie? Da bleiben sie sauber. Sauber? Wofür brauchst du sie? Es ist mein Sammlertrieb. Dein Sammlertrieb. Die habe ich noch nie benutzt, waren aber günstig. Wofür? Salat? Für irgendwas werde ich sie mal einsetzen. Komm, die benutzt du nicht wirklich. Haben wir. Die sind nicht mal gut für Hundefutter. Geschweige denn für Essen. Bei uns schon. Die sind riesig. Allerdings. Die können wir zum Fliesen der Wände nehmen. Die reichen bestimmt für den ganzen Laden. Ich zeig's dir mal. Das macht doch gleich was her, oder? Die sind für chinesische Gerichte? Nein, japanisches Essen. Herr im Himmel. Der Kleber hat wohl nicht gehalten. Na, die sollen ja eh weg. Hinter jeder Tür lauert ein neuer Stapel Teller. Wer produziert sowas? Das ist Villeroy und Bo. Aber die sind doch nicht wirklich für Essen. Natürlich. Könnte ein Swimmingpool für Barbie sein. Und der ist wohl für Kantinenessen. Für Steaks? Du hast ihn für Steaks genommen. Hier hilft nur noch Schocktherapie. Das Erste, was wir machen, ist wegschmeißen. Bevor ich mir über eine neue Karte Gedanken machen kann, brauche ich Platz. Das Urteil? Weg damit. Wo hast du denn das wieder her? eBay. In der Ecke steht ein riesiger Kessel, um Fond zu kochen. Die Basis für all seine sonderbaren Soßen. Das kommt auf den Müll. Wir brauchen keine Rotweinsoßen mit Shiraz und Merlot. Weg mit diesem Monster. Und das Warmhalteding? Damit hält man Essen warm. Brian hat 30 Jahre lang seiner Sammelleidenschaft gefrönt. Selbst mit meiner Hilfe fällt es ihm schwer, Sachen wegzuschmeißen. Alles in mir sagt Alarmstufe Rot. Jetzt such aus. Was willst du behalten, was verkaufen und was wegschmeißen? Hier sind Aufkleber. Würde er allein entscheiden, dann käme bestimmt alles zurück in die Küche. Ich zwinge ihn auszuwählen, was wir wirklich brauchen. Das gebe ich nicht weg. Das brauchen wir unbedingt.
Und das brauche ich auch. Jetzt. Ein hoffnungsloser Fall. Für die finde ich schon irgendwo ein Plätzchen. Brauchst du all die Mikrowellen? Ein, zwei reichen. Drei? Warum drei Mikrowellen? Eine. Und eine Reserve. Ich versuche seit 3 Jahren, das Gelumpe loszuwerden. Keine Chance. Elaine wird beauftragt, die Küche wieder aufzubauen. Denn ich muss sicherstellen, dass die Sachen wirklich wegkommen. Was denkst du? Was machen wir hier? Weiß nicht. Keine Ahnung. Siehst du den Haufen Schrott da? Das sind alles deine Sachen. Und bevor du irgendwas zurückschleppst, wird das jetzt ein für alle Mal vernichtet. Weg mit diesem Kessel! Sofort weg damit! Sieh hin! Hör auf, den Mist zu sammeln. Gut, ich hab's begriffen. Jeden Monat werden in den ländlichen Gegenden Großbritanniens 20 Pubs geschlossen. Ich will Brian und Elaine dieses Schicksal ersparen. Ich habe Hochachtung vor Brian. Er ist 62 Jahre alt und steht seit 3 Jahrzehnten am Herd. Er ist arm wie eine Kirchenmaus, obwohl er pro Woche 120 Stunden arbeitet. Das muss ein Mann seines Alters früher oder später umbringen. Endlich kann man hier wieder atmen. Jetzt muss ich die Abläufe in der Küche optimieren. So viel Platz. Wir könnten locker ein Tänzchen wagen. Es gibt noch eine Sache, die aus der Küche entfernt werden muss. Chefkoch Brian. Brian, heute ist ein wichtiger Tag. Fürchte dich nicht vor den Veränderungen, die jetzt kommen. Du wirst heute Abend nicht kochen. Denn du sollst vorne in deinem Pub die Gäste betreuen. So, wie das jeder ordentliche Kneipier macht. As a proper publican, as a proper host. Ich werde es versuchen. Please go and bitte zieh dich um. I will. Mach ich. Ich bin sicher, die engagierte Küchenbrigade mit Nathan, Karen und Chris wird ohne Brian viel besser zurechtkommen. Ich weiß, mit Brian zu arbeiten ist die Hölle. Jetzt habt ihr die Küche ganz für euch allein. Zeigt ihm, dass ihr das könnt. Show him that you can do it. In einem Laden wie dem Fennec Arms erwartet man, von den Inhabern persönlich betreut zu werden. Hoffentlich ist Brian nach 30 Jahren hinter dem Herd nicht aus der Übung. Guten Abend, gleich vorweg. Wolfsbarsch ist aus und das andere ist nur noch einmal da. Haben Sie schon gewählt? Nicht, dass nachher gar nichts mehr da ist. Er wirkt ein bisschen eingerostet und muss erst wieder lernen, mit seinen Gästen zu kommunizieren. In der Küche dagegen läuft's. Karen führt das Regiment. Nicht so viel Tamtam, einfach Soße drauf. Gut. Obwohl Brians Gerichte ziemlich aufwendig sind, meistert die Küche alle Bestellungen problemlos. Die Küche arbeitet perfekt. Das Problem ist, im Gastraum kommt keine Stimmung auf. Mir ist das alles zu steif. Und was schenkt Elaine schon wieder Wein aus? Das ist ein Pub. Brian und Elaine sind zu sehr mit dem Service beschäftigt. Sie registrieren nicht, dass an den Tischen Plätze leer bleiben, obwohl neue Gäste da sind, die essen wollen. Weil die nicht wissen, wo sie sich hinsetzen dürfen, holen sie sich die Speisekarten und nehmen vor der Bar Platz. So macht man keinen Umsatz. Nehmt ihr an der Bar jetzt auch noch die Bestellungen auf? Die Leute müssen in den Speiseraum. Macht die Bar frei. Restaurant, clear the bar. Nein, pass you some menu. Hier die Karten. Gehören die Damen zu Ihnen? Brian darf sich nicht verlieren. Er muss sich um alle seine Gäste kümmern. First of all,
Als erstes Folgendes. Ihr habt euren Job richtig gut gemacht. Das Problem ist der Service. Ihr seid zu steif. Wenn ihr euch entspannt, entspannen sich auch die Gäste. Dies ist ein Pub. Es spricht nichts dagegen, dass die Gäste ihre Drinks selbst mit an den Tisch nehmen. Man spürt es, wenn man nicht entspannt ist, läuft's nicht. Genau. Ihr müsst euch klar machen, dies ist ein Pub. Die letzten 3 Tage muss ich mich darum kümmern, die Karte auf Vordermann zu bringen. Was wird in einem guten Pub serviert? Ich würde sagen, Scampi, Räucherschinken, Würstchen. Aber nicht bei mir. Du liegst daneben. Gehst du in Pubs? Kaum noch, seit ich selber einen habe. Da gibt es gute englische Hausmannskost. Zum Beispiel Erbsensuppe, Lancashire Hotpot, Steak mit Pommes frites. Fertig. Ich habe den Anschluss verloren. Brian muss endlich aufwachen. Sieh mal, was hier steht. Das ist doch alles Firlefanz. Ich brauche im Pub keine Madeira-Soße, keine Zitronenmayonnaise oder Calvados-Jus. Überhaupt keine Soßen. Hier wird in Zukunft traditionelles britisches Kneipenessen serviert. Ich habe natürlich auch schon Ideen, was hier auf die Karte gehört. Was spricht gegen Lancashire Hotpot? Nichts. Natürlich nicht, denn wir sind in Lancashire. Lancashire, also rauf damit. Ich habe Brian und Elaine angehalten, ihre Karte neu zu texten. Ohne pompöse Extras. Einfach Entenleber. Fertig. Fishcake? Bleibt Fishcake. Kartoffeln. Immer schön Kartoffeln drauf. Und den Topf ein bisschen schütteln, damit sich Zwiebeln und Kartoffeln gut mischen. Hoch damit und rein in den Ofen. Was ist mit dem Fishcake? Fishcake mit Lachs. Fishcake mit Lachs. Alles? Wow. Toll. Langsam kommen wir voran. Und euch wird klar, was ein Pub ist. Und doch glaube ich, dass sie erst dann begreifen, wie sie ihren Laden führen müssen, wenn sie mal wieder selbst Gast in einer Kneipe waren. Ich gebe ihnen diesen Samstag frei. Elaine, Brian, mein Vorschlag. Führt die Hunde aus und grübelt nicht über den Service. Don't worry about the service. Gut. Bevor ihr zurückkommt, zieht euch um. Und dann gibt es Abendessen. Wann habt ihr euch das letzte Mal Samstagabend von euren Leuten bekochen lassen? Noch nie. Right. Okay. Off you go. Ab mit euch. See you later. Thank you. See you later. Right. Now, one last thing. Was euch betrifft, in keinem Pub trägt man heute noch Dienstkleidung. Zieht euch was Legeres an und in 5 Minuten geht's los. Ready to run the place, yeah? There's a good boy. Guter Junge. Bist ein guter Junge. Come on, mate. Brian und Elaine sollen erleben, dass entspannter Service einen guten Pub ausmacht. Heute Abend bleiben wir im Fennec Arms mal locker. Good evening. Good evening. Herzlich willkommen im Fennec Arms. Danke. Good, good, good. You can't come Sie dürfen leider nicht rein. Too busy? Zu voll? No, we're not too busy. Nein, nicht zu voll. Aber Sie sind wie für einen Empfang angezogen, nicht wie für einen Pub. Zu förmlich. Formal. Also umziehen. Und zwar schnell. Gut. Fein. Wir ziehen uns immer so an, wenn wir ausgehen. Trotzdem etwas legerer. Herzlich willkommen. Treten Sie ein. Danke. Cheers, Dick. Heute Abend werden Sie mal essen wie in einem richtigen Pub. Ohne klebrige Soße. Schöne Farbe, nicht? Möchtest du probieren? Gut. Ausgezeichnet. Das Essen war ein Volltreffer. Gebe Gott, dass Sie begriffen haben, gute Küche kann auch einfach sein.
Ihr müsst mutig sein, was Neues ausprobieren. Hier muss frischer Wind rein. Wenn ihr es dann noch schafft, euch zu entspannen, merken das die Gäste und schon brummt der Laden. Der gestrige Abend lief richtig rund. Ich dachte, wir sind ein Stück vorangekommen. Doch heute Morgen musste ich feststellen, dass Brian hinter meinem Rücken alles zunichte gemacht hat. Die Küchenbrigade hat sich gestern mächtig ins Zeug gelegt. Doch kaum war ich weg, ist sie von Brian, dieser giftigen Kröte, zusammengestaucht worden. Ich werde mal ein Wörtchen mit ihm reden, denn sowas kotzt mich an. Was hat er euch heute Morgen gesagt? Er hat damit angefangen, dass keiner seiner Teller mehr im Müll landen soll. Überhaupt soll alles so bleiben, wie es ist. Dann hat er die Küchenmesser eingesammelt und gesagt, das hier wäre sein Laden, sein Zuhause. Er und Elaine würden bestimmen, was hier passiert, und sonst niemand. Unverbesserlich. Nervig. Wie nervig? Zwischen 1 und 10? Ja. Die 7. Ich habe noch 2 Tage. Und dann sowas. Ein 62 Jahre alter Zausel wie Brian ist offenbar nicht mehr sehr lernfähig. Ich muss den Tatsachen ins Auge blicken. Meine Woche hier ist bald rum und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich Elaine und Brian vor dem Ruin bewahren kann. Denn wie es scheint, wollen sie nicht mitziehen. Wir müssen jetzt mal Klartext miteinander reden, denn ich hätte kein Problem damit, nach Hause zu meiner Frau zu fahren, wenn ihr meine Hilfe gar nicht wollt und alles beim Alten belassen möchtet. Was ich brauche, ist euer Vertrauen und die Bereitschaft, mit mir an einem Strang zu ziehen. Ich habe Ihnen einfach nur gesagt, ich bin der Boss. Das ist kein Machtkampf. Ihr seid die Besitzer. Aber gebt ihnen Luft zum Atmen. Wir benehmen uns wie Kinder, was? Danke. Die legen sich für euch verdammt ins Zeug. Die legen sich für dich ins Zeug. Nein, nicht für mich, sondern für euch. Ihr bezahlt sie nämlich. Und falls du Probleme hast, deine Villeroy- und Bochteller wegzuschmeißen, hol mich. Ich zieh sie dir über deinen dicken Schädel. Er sollte anfangen, meine Ratschläge anzunehmen. Denn wir haben ein langes Wochenende. Und trotzdem ist der Pub an diesem Sonntagmittag wie leergefegt. Immer so ruhig? Die Sonntage sind unberechenbar. Manchmal kommen nur ein paar Leute und plötzlich 10 auf einmal. Ziemlich spät. Wir haben 25 Essen fertig und normalerweise wäre es Zeit für die zweite Runde am Sonntag. Ein Vorteil ist, wir würden an diesem Tag nur 25 Gäste mit dem erbärmlichen Roastbeef vergraulen, das Brian in einer seiner widerlichen Soßen ertränkt hat. Is that Brian's Rezept? Es ist eine undurchschaubare Mischung aus einer solide gekochten Bratensoße nach Tradition der britischen Gravy und irgendeiner Rotweinreduktion. Damit kann man das Dach abdichten. Warum ist das schwarz wie Teer? Die Yorkshire Puddings dagegen sind ein Traum. Doch sie werden nun gleich durch Brians Ekel-Gravy ruiniert. Wo sind die Sonntagsgäste? Wir wissen es einfach nicht. Wir haben große Karten getestet und kleine. Wir haben wirklich alles ausprobiert. Wie viele hier vorbeifahren. Die sollen Sonntagsbraten essen. Der Umsatz müsste pro Woche um gut 2.500 Euro steigen. Doch nicht mit der Bratensoße von Brian. Diese Pseudo-Gravy kann man nur für eins verwenden. Wir verabschieden uns jetzt von diesem Zeug. Mal sehen, ob sie den Riss im Straßenbelag flicken kann. Okay. Wann hast du zuletzt eine echte Gravy gekocht? Vor Jahren. Jahren? Ja. Gutes Öl, dazu Möhren, Lauch, Sellerie. Die Gravy macht man immer in der Bratenschale.
Fleischbrühe dazu und aufkochen. Bring that up to the boil. Right. And when I pass this through a sieve. Wenn ich das jetzt gleich durch Sieb drücke, darf nichts in der Bratenschale zurückbleiben, denn das zerdrückte Gemüse dickt unsere Soße schön an. Fertig ist die Gravy. Und plötzlich schießt mir die perfekte Idee durch den Kopf, wie wir ordentlich Werbung für das Pfennig Arms machen können. Nicht viele Gäste, was? Nein. Die Einnahmen? Lohnt das Zählen nicht. Ungefähr 460. 460 Pfund, keine 600 Euro. Wir sind 8 Leute, das reicht nicht mal für die Lohnkosten. Nun sagt mal, was haltet ihr von meiner Idee, diesen Laden für seine einmalig gute Gravy bekannt zu machen? For gravy. Brilliant. Look at these things. Die hier sind perfekt. Und dazu eine tolle Gravy. Das ist die unschlagbare Kombination für ein fulminantes Sonntagsessen. Die werden euch die Dinger aus den Händen reißen. Wie? Wie du das anstellst, pass auf. Hau den Leuten um die Ohren, dass du eine Bürgerinitiative für die gute alte Gravy gestartet hast. Und das Zentrum dieser Bewegung ist das Pfennig Arms. Du musst deinen Arsch bewegen. Also, gehst du mit deinen Leuten auf die Straße? Schrei es raus. Wir starten die Kampagne. Super, Brian ist an Bord. Join the campaign for real. Kämpfen Sie mit dem Pfennig Arms für die einzig wahre Gravy. Bewaffnet mit Yorkshire Pudding und literweise Soße stürmen Sie die Straßen von Kirby Lonsdale. Kein Yorkshire Pudding ohne Gravy. Gravy, bitte sehr. Kein Jus, keine Fertigsoßen, sondern die gute alte britische Gravy. Just real traditional British Gravy. Bollocks to Bisto, bollocks to Maggie. The campaign for real gravy starts at the Pfennig Arms Clapton. The center of the universe for real gravy. Nice. Lecker? Sehr lecker. Gut. We want gravy. We want gravy. Guter PR-Feldzug ist durch nichts zu schlagen. Brian und seine Leute haben sich schwer ins Zeug gelegt. Das Pfennig Arms ist an diesem Tag in aller Munde. Morgen werden wir mit einer neuen Karte starten. Und nach unserer Aktion heute sollte der Laden voll sein. Für dich, Gravy. Real Gravy. Heute ist mein letzter Tag. Wir müssen noch viel vorbereiten, wenn wir am Abend durchstarten wollen. Und dazu gehört, weg mit allem, was den ersten Eindruck ruiniert. And just turn around. Have a look at that sign. Seht euch diese Plane da mal an. Sowas wirkt billig. Außerdem wird der Name von eurem Laden halb verdeckt. Also, weg damit. Und macht den Eingangsbereich sauber. Das soll Leute mit Schwung anlocken. Während das Team die Braut hübsch macht, will ich Brian dazu bringen, sein überflüssiges Geschirr bei eBay zu versteigern. Davon habe ich 10 Stück, jedes für 60 Euro. In diesem Punkt habe ich das Unmögliche vollbracht. Brian trennt sich von Tassen und Tellern. Aber Elaine sollte dafür sorgen, dass er sich auch von dem Gedanken trennt, wieder zu kochen. Es gibt nur einen, der ihn vor einem Rückfall bewahren kann. Du. Ich denke, er hört auf mich. Halt ihn von der Küche fern. Er fühlt sich etwas überflüssig. Naja, als hätte man ihn aufs Abstellgleis geschoben. Er kann nicht akzeptieren, dass sie ohne ihn klarkommen. Mir geht's ähnlich.
Dieser Ehrgeiz. Aber ein 62-Jähriger muss nicht mehr mit seinen Leuten wetteifern. Du siehst ja seine Hingabe. Das hat ihn 30 Jahre aufrecht gehalten. Toll. Aber es ist Zeit, das Leben wieder zu genießen. Heute starten wir mit einer neuen Karte. Unsere Kampagne war ein Erfolg. Schon den ganzen Tag klingelt das Telefon. Normalerweise würden sich an einem Dienstagabend 20 Leute einfinden. Heute haben schon 88 reserviert. Um 8? Lieber um 8:30. Die Küche hat alles vorbereitet, was man in einem anständigen Pub erwartet. Etwa Erbsensuppe mit Speck. Und den klassischen Krabbencocktail. Und in die Mitte. Ein Krabbencocktail braucht was? Gute Krabben. Aromatische Krabben, eine gute Mayonnaise und etwas Apfel. Apfel und Salat geben der Sache die Frische. Man braucht gute Zutaten für diese Gerichte und dann bringt man sie ohne Schnickschnack auf den Tisch. Ein Pub ist rustikal, also darf auch das Essen deftig sein. Und dann keine Verzierung, sondern raus damit. Punkt. Alle in der Küche beherrschen ihr Handwerk, aber Karen kann am besten organisieren. Du machst den Chef? Ja. Wirklich? Ja. Und wenn jemand das Rad wieder rückwärts dreht? Gehe ich mit meinem Fuß dazwischen. Mit deinem Fuß? Ja. Sicher? Aber hallo. Ich führe Brian und Elaine vor, was es hier in Zukunft geben wird. Das sind meine 25 Pub-Klassiker. Surprise, surprise. Überrascht, was? Einfach, aber lecker. Und kein Schnickschnack. Nothing too quirky. I'm well impressed. Beeindruckend. Roast, rib of beef. Roast beef und ein toller Yorkshire Pudding mit Gravy. Fish and Chips. Würstchen mit Kartoffelpüree. Lancashire Hot Pot sowie Apfel-Brombeer-Crumble. Ich sehe es mit Stolz. Das Geheimnis liegt darin, dass dieses authentisch britische Essen blitzschnell serviert werden kann. Das wiederum setzt natürlich Brian und Elaine unter Druck, die im Service schneller werden müssen, ohne dabei hektisch zu wirken. Ich bete schon. Ich zitter wie Espenlaub. Bin ich noch auf dieser Welt oder schon in der nächsten? Auf jeden Fall stehe ich in einem Pub. Die beiden müssen heute alles geben, denn der Laden wird gerammelt voll sein. Aber nur so wird man schuldenlos. 16 Minuten nach der Vorspeise war das Roastbeef da. Weiter so. Schnell. Macht Dampf. Das Ziel für heute, an jedem Platz sollen bis Feierabend im Durchschnitt 2 Leute gegessen haben. Mr. Foster hat Tisch 4. Oh, keine Chance, Tisch 3. Sie haben wie lange? 5 Minuten gewartet? Die Soße gut? Die Gravy und alles schmeckt toll. Super. Die Küche kann das Tempo halten. Wach bleiben. Die Hauptgerichte hätten wir. Jetzt die Desserts. Haben wir genug? Etwa 40. 45 bis 50. Dann haben wir es gepackt. Dranbleiben. Aber vorn bei Elaine und Brian bahnt sich ein Unglück an. Wieder sammeln sich hungrige Gäste an der Bar, weil die anderen Sitzfleisch beweisen. Brian, können wir diese Gäste platzieren? Wir versuchen, Plätze frei zu machen. Wenn die nicht gehen, komme ich. Ich bringe Ihnen die Rechnung. Die müssen die Plätze frei machen. Greif durch. Ist dir das unangenehm? Wir sind ein Pub. Wer fast 2 Stunden lang gegessen hat, kann den Platz für die nächsten räumen und den Kaffee an der Bar nehmen. Wenn du das in den nächsten 15 Minuten nicht schaffst, säuft die Küche ab.
help you? Hast du mal die Rechnung für den Tisch da? Whichever one it is. Es war ein echtes Gefecht, aber endlich sitzt die nächste Runde auf ihren Plätzen. Das fällt dir schwer, was? Aber so läuft das in einem richtigen Pub. Das Fennec Arms brummt, weil die Gravy fast noch besser schmeckt als angekündigt. Roast Beef mit Gravy. Himmlisch. Nice. Lovely. Wenn Brian und Elaine erst mehr Übung haben, läuft der Laden. Ich sage euch, das Adrenalin schießt nur so durch meine Adern. Pounding through me. Evening all. Evening fine. Evening. It's fine. Der Erfolg hat Brian endgültig klargemacht. Nur ohne ihn läuft's in der Küche rund. Das Team hat unglaublich gut gearbeitet. Ich musste nie nachfragen, wo bleibt dies oder das. Ich bin so stolz auf sie. Was für ein Abend. Ich hatte in dieser Woche manchmal Sorgen, ob dieses Experiment nicht daneben geht. Aber nun sind alle Zweifel beseitigt. Die Einnahmen? Alles zusammen haben wir weit mehr als 3000 Euro eingenommen. 2500 Euro mehr als letzten Sonntag. Ja. Was sagst du, Brian? Deine einfachen Gerichte haben funktioniert. Heute Abend habt ihr gearbeitet, wie das in einem Pub üblich ist. Wenn ich zurückkomme, will ich nicht erleben, dass alles wieder so ist wie vor einer Woche. Niemals. Kein Messerbänkchen. Nichts davon. Nein. Ein Problem gibt es aber noch. Ich habe da wieder so einen Swimmingpool-Teller entdeckt. Eddie, wickel ihn in Frischhaltefolie und begrab ihn bitte. Versprochen? Ich habe also dein Wort? Hier. Eddie! Als ich Brian und Elaine vor einem Monat verlassen habe, lief ihr Pub richtig gut. Es ist mal wieder Sonntag und ich will sehen, ob er weiterhin beliebt ist. Der Parkplatz ist voll, ein gutes Zeichen. An meinem ersten Sonntag hier hatten sie gerade mal 22 Gäste. Sehr schön. Die Gravy wird noch immer beworben. Und die Karte sieht man auch gleich. Hallo, wie geht's? Gut, und selbst? Auch gut. Wo ist Brian? In der Küche. Wo? In der Küche. Küche? Mit Elaine. Wieso denn das? Was machst du hier? Hallo, ich hab dich woanders vermutet. In Kochjacke? Ich koche. Warum? Weil uns jemand fehlt. Karen, wie das? Chris hat frei und ich koche. Nur eine Woche nach meiner Abreise stand Brian wieder in der Küche und Nathan ist zurück an die Uni. Oh, fuck me. Brian. Ja, Gordon? Unfassbar. Du in der Küche. Ich habe noch keinen gefunden, der Nathan ersetzen könnte. Bloody hell. What else is back? Spuck's aus. Was sonst ist wieder wie vorher? Ein paar Teller. Nein. Nur ein paar. Oh, no! Warum? Du sagtest immer auf den Gast hören. Und? Haben wir. Die Gäste verlangten viereckige Teller? Nein, aber sie wollten das Besondere. Das haben wir ihnen gegeben. Mit Show-Effekt? Das ist ein Pub. Ja, aber... Wenn du jetzt wieder ein Restaurant draus machst, kommst du wie vorher ins Trudel. Wir haben nur ein bisschen korrigiert. Die Karte ist praktisch unverändert. Es gibt weiter Krabbencocktail? Nur anders. Anders. Er kommt nicht mehr im Glas. Nein. Wir servieren ihn wie früher. Ja. Ein Verkaufsschlager.
Also, wie hast du den Krabbencocktail früher serviert? In der Schale? Nein. Einer Muschel. Die Leute lieben das. Brian, Krabben leben nicht in Muscheln. Aber auch nicht im Glas. Oh, fuck me. Fucking hell. Die gute Nachricht, die Zahl der Sonntagsgäste hat sich durch die Gravy-Kampagne verdoppelt und der Umsatz ist um 30% gestiegen. Ich hätte gern die Krabben in der Muschel. Da ist doch kein Kartoffelpüree drumherum. Yes. Doch. Mist. Das hält er also für einen Hingucker. Sturkopf. Fuck it. I'll do it myself. Dann mache ich ihn mir eben einfach selber so, wie sich das in einem Pub gehört. Pro Woche kocht Brian 250 Liter Gravy. Und ich ahne, warum die Leute hierher kommen. Das ist ja eine Riesenportion. Eine erstklassige Gravy. Und drumherum kein Schnickschnack. Alle Achtung. So ein leckeres Gravy-Gericht wird man weit und breit kaum finden. Das war spitze. Thank you. Also, bleib dran. Versuch nicht, irgendwas verbessern zu wollen. Und dass du in der Küche stehst, ist hoffentlich nur ein Übergang. Ist es? Ja? Ja. Wenn mir diese Frau in 6 Monaten erzählt, dass du dich wieder in der Küche eingerichtet hast, dann passiert was. Dein Platz ist vorn bei den Gästen, nicht in der Küche. Völlig klar. Ich vertraue dir, denn du hast uns mit deinen Ideen und Gerichten auf die Sprünge geholfen. Sieh mich an. Versprochen? Yes. Gut, denn nur so kann das funktionieren, ja? Brian hat noch eine Überraschung. Am Computer zeigt er mir seine Kämpft für die echte Gravy-Seite. September 34.000 Besucher. In einem Monat? So ist es. 34.000 Mal. Das ist fantastisch. 34.000 Leute haben die Seite aufgerufen, um alles über euer Fennec Arms zu erfahren. Dann macht ihr mal so langsam Gedanken über die nächste Aktion. Ich weiß schon was. Eine Kampagne für den einzig wahren Krabbencocktail. Du machst dich lustig. Ich? Von wegen. Du servierst sie in dieser albernen Muschel. Good luck. Weiterhin viel Glück. Krabbencocktail in der Muschel. Verrückt. Fucking hell. 30 years.